Hey und willkommen zu einem weiteren Video hier von Rasant Blumi. Heute mache ich mal wieder etwas, was ich sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und zwar reagiere ich heute wieder auf einen YouTuber. Und momentan reagiere eigentlich immer nur auf bekannte YouTuber und heute reagiere ich auf CharsFlow44 mit 1 Million Abonnenten. Also 1,22. Und es hatte nämlich einer in den Kommentaren mal vor ein paar Monaten geschrieben, dass ich mal auf CharsFlow reagieren soll, und das habe ich jetzt auch vor. Und ja, ich reagiere mal auf CharsFlow. Es wurde mir vorgeschlagen vom halben Jahr oder was, schon lange her. Und jetzt mache ich das mal. Also mal wieder ein etwas anderes Video. Es werden wieder geile Videos auch noch kommen dieses Wochenende. Es wird wieder insane. Und immer noch danke für euren Support. Es ist der Wahnsinn, was ihr macht. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal rein mit der Reaction. Okay, der hat auf jeden Fall schon mal richtig Bock. Ich bin der CharsFlow44. Ah, man kennt ihn. Mein Video und Leute, ich kriege in letzter Zeit so viele Nachrichten auf Instagram, Twitter und überall, ja? Dass ich mir dieses Video anschauen soll, ja? Was ist für ein Video? Ja, und ich soll mir den CharsFlow angucken, also machen wir das jetzt mal. Die Leute schreiben mir, du kommst da drin vor, dann bin ich alles geil, ja? Und was wir hier anschauen, ist ein Video von dem Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin. Und es hat einfach 733.000 Aufrufe, ja? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier. 733.000 Aufrufe. Nö, können wir nicht sehen, CharsFlow. Ich bin blind irgendwie jetzt. 10.000 Likes hat das. Wohl ein geiles Video sein. Ich glaube, so ein Video über Kerl Mobbing oder so. Aber ich schau's mal an, ja? Und ihr habt mir geschrieben, Flo, das musst du dir anschauen. Okay, der Typ rennt hier. Das Typ, als Video ist der Neue. GG hat der gerade gesagt, oder was? GG. Ich mache so ein Rennen, der neue. Okay. Ich glaube, das ist so ein Anti-Mobbing-Video oder sowas, was die irgendwie mit den Kindern gedreht haben an der Schule. Ja, das ist ein lustiger Boy, der ist mir sympathisch. Kann das sein? Okay. Aber ich versuche zu verstehen, warum ich mir dieses Video anschaue. Okay. GG Leon! GG! Ist er das? Guck mal, er sitzt da so unten links und er freut sich einfach und guckt einfach. Er guckt einfach ein Video, das ist doch sick, das ist doch sick. Nein, da Leon, Mann, mein, was machst du? Leon, du bist in, ja? Wenn dich jemand fragt, ob du mit dir ins Kino gehen willst, Leon, hell yeah, ja, das sagst du. Richtig geil. Aber anscheinend mein Man Leo hier, der hat nicht so Bock drauf. Okay, bin gespannt, wie das hier. Du magst Schnitzel. Naja, nö. Lass mal. aber ich muss sagen, das ist einfach so mit so Kindern von der Schule gemacht. Das ist ein richtig cool gemachtes Video eigentlich. Eigentlich. Ja, das ist gut gemacht, ja. Guck mal, gehen wir mal am Like hier. Guck mal hier. Abonnieren. Guck dir das mal an hier. Guck jetzt hier. Abo. Und die Glocke an. Guck dir das an, CharsFlow. Ist doch der Wahnsinn hier, oder? Da gönnen wir doch dem CharsFlow hier mal schön die Glocke. Jungs, oder was? Was? Ist ein lustiger Boy auf jeden Fall. Ich weiß jetzt zwar nicht, was war, aber na gut. Bin zu blöd dafür. Warte, was hat sie gemacht? Was? Hat die da ein Handy in der Hand gehabt? Na egal. Ey, jetzt ist aber nicht legal, was sie gerade gemacht hat. Jetzt erpresst ihn? Ja, okay, das kennen wir ja nur. Ein Handy in der Schule ist ja nichts Neues eigentlich, ne? Man
Leon, du hast recht. Was willst du von mir, ja? Das ist die richtige Frage. Was? Ah, der Boy, Alter. Ich schau mir weiter nicht, aber es ist richtig cool gemacht, ey. Okay, also die will ihn erpressen irgendwie mit Fotos, die gemacht haben oder so? Ja, ist ein lustiger Boy, ne? Das war jetzt gerade halt sein Video. Ich schau mal, ob ich noch ein anderes Video finde. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also ich habe jetzt hier mal ein ganz bekanntes Video, glaube ich, gefunden. Darauf hat auch Montana Black reagiert. Das ist ein Kumpel von Unge. Und Unge ist ja der Bekannte. Und ja, das ist ein ganz bekanntes Video hier. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Jetzt geht ab! Also, da ist er natürlich wieder, der gute Kaufen für dich mit dem besten Fortnite-Content der Welt. Genau! Denn Leute, ich habe ja bis jetzt in jeder Season gute Videos Fortnite gemacht, aber Leute, keine Angst, ich werde es nicht tun. Nur nach 15 Fortnite. Ja, ist ja gut. Ist gut. Und den YouTuber werden, wo jedes Thumbnail so aussieht. Natürlich nur ein kleiner Spaß machen. Was alles neu in der Season? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber genau deswegen gibt es einen neuen Spielmodus. Der ist nämlich Kreativmodus, wo man alles ausprobieren kann. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Was soll es neu in die Season? Ich hab keine Ahnung, aber ich habe jetzt ja den Crazy Creator Code, oder wie heißt? Code kaufen 40 könnt ihr benutzen, wenn ihr eure saftigen V-Bucks. Ja, Code hast du viel. Keine Robux, keine Mindbucks, V-Bucks ist das Wahre. Und Code kaufen wird ich benutzen. Ihr wisst Bescheid. Ja, die wollen es auch ausprobieren. Für das saftige kaufen 40. An der Stelle danke an Epic Games für den Sponsor des heutigen Videos. Richtig saftige Leute von Epic hier. Jo, Mai. Aber letztlich hier im Kreativmodus kann man, wie gesagt, fertig und erstellen wir zum Beispiel die ganzen Sachen hier. Leute, was gibt's denn hier alles? Alter, guck mal, dass man hier ein paar Türme einpackt. Warte mal, in die Truhe packen, ausrüsten. Wie geht das hier? Jetzt kann ich hier so ein paar Türme machen. Oh, Alter, was baut ihr bitte? Ihr habt hier schon einen Eislaufplatz oder so? Oder ist das so ein fertiges Objekt? Alter, komm. Ja, das ist, der Charslo. War ganz nett. Sollte mal drauf reagieren, hat mal jemand geschrieben in den Kommentaren. Und das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Ja, das ist der Charslo, 1,22 Millionen Abonnenten. Und das war's. Es wäre geil, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet. Ist nicht schlimm, wenn keine kommt. Ich würde sagen, aktiviert die Glocke, wenn ihr wollt. Und abonniert mich, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr keinen Bock habt, ist egal. Und ja. Ich sage dann tschüss und bis dann. Bis zum nächsten Video. Es werden noch geile Videos kommen. Auch wieder ganz andere Videos. Castle-Gosh werden wir natürlich auch wieder machen. Und naja. Wir schauen einfach mal, was es wird und ich, wie immer, und wegen Corona viel Hände waschen und passt auf euch auf und ciao. Bis zum nächsten Video.